Also gut aus. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das ist der Marco Spanier, ehemaliger Gewichtheber und Gewichthebertrainer. Bist du schon ehemalig? Nein, hört niemals auf, Gewichtheber zu sein. Okay. Aber ich habe meine aktive Laufbahn schon beendet, ja. Und hier bei den Felix Mühlikelson, willst du dich selber vorstellen? Hallo, ich bin Felix, ich bin auch Trainer und ja, ich mache halt Crossfit, Bodybuilding, alles so ein bisschen. Nichts richtig, nichts ganz, aber ich guck überall mal ein bisschen rein, aber so vor allem Crossfit halt. Ja. Genau, und deswegen sitzt er nämlich auch hier. Mir geht es halt um folgendes Thema. Ich möchte ganz gerne mal das Thema Crossfit besprechen, Pro und Contra. Es ist ja der neue Trend, so neu ist er mittlerweile auch nicht mehr, es hat sich ja schon mal rumgesprochen. Wir haben hier den Gewichtheber. Insider wissen, dass halt Gewichthebertechniken in Crossfit angewendet werden. Ich persönlich bin Personal Trainer und Coach und finde das immer sehr bedenklich, denn bestimmte Bewegungsabläufe sind einfach so mega komplex und bedürfen einer großen Verantwortung von Seiten des Trainers. Und ich weiß zum Beispiel von Crossfittern, von Crossfit-Boxen, die tatsächlich irgendwie ein Wochenendseminar haben und sich dann auf die Fläche stellen und sich anmaßen, Leute zu trainieren, selber gar nicht die Bewegungsabläufe kennen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem im Crossfit. Wie siehst du denn das, Marco? Betrachtest du das genauso skeptisch? Befürwortest du das? Ich habe Erfahrung mit Amateuren und auch mit Crossfit-Boxen gerade hier in Berlin gemacht. Ja. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man dieses Training unter fachmännischer Aufsicht macht, finde ich da Gewichtheber immer eine gute Ansprechperson, die sich da auch immer gerne bereit finden, da mitzuhelfen. Und auf jeden Fall, das was mir gefällt an der ganzen Geschichte ist, dass diese Sportart dadurch natürlich auch einen gewissen Wert auch wieder bekommt. Ja. Also durchaus populärer, ne? Ja, auf jeden Fall populärer macht. Und das ist natürlich eine Tendenz, die ich als Gewichtheber absolut unterstützen würde. Ganz wichtig ist immer so, Technik, das geht teilweise sehr viel verloren, auch gerade wenn ich mir Videos angucke, dann wird mit dem Rundrücken gehoben und dann sagen sie, das ist Gewichtheben. Nein, das ist kein Gewichtheben, die technisch saubere Ausführung, das ist Gewichtheben und da sollten also die Boxen auch auf Qualität achten und sich dann, wenn das eben nach einem Wochenendseminar ist, nicht zu erwarten, dass das gleich sitzt. Da sollte man sich einfach auch fachmännische Anleitungen auch holen, wie das viele Boxen ja, das stimmt machen. Schon. Also ich kenne halt viele Boxen, die haben wirklich Anleitungen dann bekommen und dann aus Eike zum Beispiel, oder? Habe ich mal gemacht, ja. Genau, Eike. Mhm. Genau, eigentlich so, gibt es meistens schon in den meisten Boxen halt so spezielle Weightlifting-Classes, wo es dann wirklich halt nur ums Umsetzen geht und ums Snatchen. Ich weiß nicht, die ganzen deutschen Begriffe, weiß ich mal. Reisen, Kniebeugen. Beugen, ja. Der ganze hat das Problem. Ja, genau, bei Crossfit, da machen wir alles auf Englisch irgendwie. Englisch ist cooler. Genau, Englisch ist ein bisschen cooler. Ne? Und damit man auch so einen Ausstoß mit meinem Jerk ganz schnell. Diese Grundidee halt, dass man halt möglichst versuchen sollte, sich wirklich einen Experten zu holen, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich selber, ich habe es heute erst wieder gemerkt, also meine Gewichte, was ist, alles auf jeden Fall noch einiges zu wünschen übrig. Und vor allem ist es ist halt eine mega komplexe Sportart. Was ich halt gut finde beim Gewichtheben, ist halt, also die Grundidee von CrossFit ist ja so, man will halt nicht nur irgendwie stärker werden oder schneller werden, sondern es geht um nicht Muskeln, sondern es geht darum, sich in allen Bereichen, die irgendwie körperliche Fitness ausmachen, sich zu verbessern, das heißt Beweglichkeit, Koordination, Agilität, Schnellkraft. Und genau diese ganzen Punkte, ja, Koordination, Agilität, ja, Beweglichkeit, wo ist das besonders gefragt? Ja, beim Gewichtheben. Ne? Deswegen finde ich Gewichtheben eine super geile Sportart, um halt genau diese ganzen zusätzlichen Skills halt einfach zu verbessern. Hat man ja heute hier bei den Jungs gesehen. Ne? Was war das größte Problem bei den meisten? Beweglichkeit. Und, ne? Und das finde ich halt echt eine gute Sache, dass man halt mit diesen Gewichtheben, vor allem auf CrossFit, das halt einer großen, breiten Bevölkerung eigentlich mal einfach mal zugänglich macht. Ja. Das ist ein sehr, sehr intelligenter Sport. Das weiß ich gar nicht, ob ich angefangen habe. Also eine Frage. Die Grundidee des Crossfits ist es tatsächlich, in jedem Bereich gut zu sein, breitentauglich zu sein. Das finde ich auch total klasse. Die Idee, die dahinter steckt, ist toll. Aber wir haben hier natürlich das Risiko, und das ist ja mit allem immer so, wenn da dieser interne Wettkampf entsteht. Der entsteht ja. Ja, das macht der Crossfit ja aus. Ja. Du trainierst in einer Gruppe, man spornt sich gegenseitig an und so, wer ist der Schnellste, alles geht auf Zeit oder auf Runden oder.
Natürlich so, ne? Da geht es auf die Qualität, geht auf die Qualität. Aber da sag ich immer, es liegt einfach in den Händen der Coaches, in den Händen der Coaches. Wie programmieren die Workouts? Man kann keinen irgendwie einen Anfänger einen Workout machen lassen, wo er, sagen wir mal, 100 Mal umsetzen mit 40 Kilo machen muss. Das ist ein Beispiel. Was geht nicht? Vor allem diese Workouts, wo olympisches Gewicht eben vorkommt, mit hohen Wiederholungsanzahlen. Das ist meiner Meinung nach ist es auch Schwachsinn. Ja? Also so, wenn ich halt meine Workouts programme, wenn ich die halt mir überlege, kommen da niemals irgendwie olympisches Gewicht mit einer hohen Wiederholungsanzahl vor. Okay. Das ist mir schon wichtig. Da gibt es andere Sachen, um die Kondition zu verbessern. Kettlebells, Swings, Burpees. Also es gibt, und das ist wirklich toll, der Sport ist vielseitig, bietet viele Möglichkeiten, aber das Risiko ist enorm und gerade wenn man seine Muskeln trainiert hat oder Ausdauer trainiert hat und völlig ausgepumpt an eine Übung rangeht und schon an seiner Grenze ist, am Limit, was die Kondition betrifft, dann können wir davon ausgehen, dass die Technik nicht mehr gut sein wird. Ja. Du hältst die Körperspannung gar nicht mehr. Du bist am Pumpen, am Luft holen. Ich habe also schon die grausamsten Bilder gesehen und Videos von Kreuzheben, aka Buckelziehen, oder Opossum heben, habe ich es mal gehört. Opossum heben. Das ist wirklich grauenvoll. Und ja, ich kann euch wirklich nur noch mal einen Tipp geben: sucht euch Trainer raus, die sich da wirklich extrem drauf achten. Aber es ist ja auch ein Problem, sind wir mal ehrlich, als Trainer, wenn du motivierte Leute hast. Es geht ja auch um Motivation im CrossFit. So, und wenn du deren Motivation drosselst, macht es ihnen vielleicht nicht mehr so viel Spaß. Insofern musst du natürlich als Personal Trainer genau wissen, wie sprichst du die Leute an und. Ja, also ich finde es super schwierig, weil die Leute wollen ja den Wettkampf, die wollen nicht messen mit anderen und mit, vor allen Dingen auch mit sich selber. Das heißt, wenn ich das mache, dann möchte ich beim nächsten Mal eine bessere Zeit haben. Ich habe mein Workout of the Day, WOD nennt sich das immer, du sprichst ja auch schon, der What. Und da werden bestimmte Übungen gemacht und du versuchst dich halt innerhalb dieser verschiedenen WODs halt zu steigern und deine Zeit zu verbessern. Und immer, wenn es darum geht, irgendwie schneller zu sein, dann fängt man an, Bewegung zu ökonomisieren. Ich nenne es jetzt mal ökonomisieren. Ja. Aber das ist ja das Grundproblem. Das wird ja nicht besser, die Technik wird nicht besser. Ja, wenn ich die Technik nicht verinnerlicht habe, dann habe ich immer ein Risiko. Gerade wenn dort die Kondition dann runtergegangen ist. Und da habe ich auch schon echt brutale Versuche gesehen, wo ich gesagt habe, nee, da muss der Trainer aber verantwortungsvoll einspringen. Ja. Und ich finde, das muss man vorher auch klären, dass der Trainer da am Ende das letzte Wort auch hat. Und das letzte Wort in der Verantwortung, wenn derjenige selbst schon völlig übermotiviert daran geht und sich trotzdem scheinbar den Rücken dabei kaputt macht, weil er überhaupt keine Spannung mehr hat. Da muss er als Trainer erstmal reingehen, muss den Mann auch beruhigen können oder die Frau und ihr sagen können, pass mal auf, wir investieren viel mehr hier in Technik, das ist einfach wichtig. Und ich habe auch schon so eine Challenge gesehen, dass du da so Maximallasten hast, wo ich sage, da muss auch nicht jeder mitmachen, aber jeder verschreibt sich da irgendwie. Und da habe ich auch die grausamsten Versuche eigentlich in dem Bereich gesehen, wo ich gesagt habe, nee, das kann man nicht unterstützen. Und Technik ist, das kann ich nur wiederholen, auch für einen ausgebildeten Gewichtheber eine lebenslange Aufgabe. Man muss da dranbleiben, um sie immer weiter zu perfektionieren. Unter Umständen auch neue Techniken zu lernen, um aus diesem Optimierungsablauf, der vielleicht in deinem Körper drin ist, rauszukommen. Sondern einen Ablauf abzuspeichern, den dein Körper dann abruft, auch wenn er erschöpft ist. Also wenn wir wieder Techniktraining machen, veränderlichen wir doch auch andere Abläufe, die uns einfach helfen, da etwas besser durchzukommen, damit wir keine hohen Risiken haben. Also einfach Automatismen antrainieren. Ja, ganz genau. Kannst du sagen, wie lange man braucht, theoretisch, um Bewegungsabläufe zu lernen? Das heißt, wenn wir sagen, wie lange dauert es für mich, das Reißen zu erlernen? Wie lange dauert es für mich, das Schießen zu erlernen? Kann man wahrscheinlich pauschalisieren, oder? Kann man nicht. Absolut. Das möchte ich von dir hören. Das kann man nicht. Ja. Nee, kann ich nicht sagen. Absolut nicht. Was war so dein Schnellstes? Was ist denn, wenn du ein richtig gutes Talent hast, der fleißig ist? Wie lange kann es dauern? Manche kommen schon hin und da hast du das Gefühl, der hat schon mal gewonnen. Und der würde aber sagen, nein, ich habe noch nie gewonnen. Krass. Ja, also ich hatte mal auch mal Karate versucht, da hat mir der Trainer gesagt, du hast schon mal Karate gemacht. Da habe ich gesagt, nee, noch nie. Er hat gesagt, okay, das sitzt hier einfach schon. Ja. Und es gibt da einfach auch Talente, die jemand mitbringt, wo du einfach schon glaubst, der war schon mal in der Hand, der hat eine Erfahrung, der wird dir aber erzählen, der hat überhaupt nichts gemacht. Ja. Und du sagst, so unterschiedlich sind einfach auch die Fähigkeiten verteilt unter den Leuten. Und
du kannst ewig und ewig mit den Leuten an der Technik rumfeilen. Es gibt immer etwas, was du optimieren kannst. Und ich finde, das ist aber auch eine gute Aussicht, weil wir wollen ja diesen Sport auch bis ins hohe Alter machen. Also Leute, wir haben auch Zeit bis ins hohe Alter und auch an diesen Fertigkeiten rumzufeilen. Je älter wir werden, auch da werden sich wieder Probleme einstellen. Auch dort musst du die Technik eventuell umstellen. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich im Amateurbereich arbeite, habe ich trotzdem mittlerweile andere Herangehensweisen, als wenn ich mit Profis zusammenarbeite. Weil ich dort im Gewichtheben ganz speziell andere Geschwindigkeiten, mit anderen Geschwindigkeiten arbeiten kann. Und das bedeutet zum Beispiel, wie ich vorhin schon auch mal erklärt hatte, beim Umgruppieren zum Beispiel, was du im Reißen hast, was du auch im Umsetzen hast. Das heißt also, das Sortieren der Handler am obersten Punkt, wenn die umkippt, wenn die wieder runterkommt. Ganz genau. Da brauche ich eine wesentlich aktivere Phase mit Leuten aus dem Amateurbereich als mit Leuten, die aus dem Profibereich Gewichtheben kommen. Weil die sind von der Geschwindigkeit so schnell wieder unter der Hantel, dass zwar eine Restarbeit da ist, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie ich eigentlich Zeit gewinnen muss mit dem Amateur. Ja, ja. Okay. Um das einfach praktisch zu erfahren, um das zu erlernen. Ja. Ich habe nämlich, ich kann mich erinnern, ich war mal auf dem Rad unterwegs gewesen, in Berlin und habe dann irgendwie vor mir eine Person gesehen, wusste nicht, ob männlich oder weiblich, und habe so eine mega monströsen Bahn gesehen. Ich fahre hinterher, ich denke, oh, du guckst mich so an, wem gehören diese geilen Bahnen? Und dann bin ich vorgefahren und dann war eine Frau vor mir, die sagt, Mensch, das ist ja unmöglich. Unmögliche Wahl. Ja, ich mache Sport. Was machst du denn für Sport, was du davon machst? Na, ich mache Crossfit. Ich sag so. Und dann sind wir irgendwie kurz parallel gefahren. Und dann ließ sie mich wissen, dass sie Trainerin ist. Mhm. Das jetzt seit einem halben Jahr macht. Mhm. Ist aber auch schon Trainerin. Mhm. Und sie hat halt auch schon, es hat auch ganz schön, tut halt weh, weil jetzt ist schon Knieschmerzen. Und ich glaube Schulter oder Ellbogen. Und ich könnte mir vorstellen, je nachdem wie breit der Sport noch, wie viele Leute das irgendwann noch machen, dass es irgendwann eine Generation Crossfit gibt, die tatsächlich, wo die Ärzte sagen, ach so, und die früher Crossfit? Ja, ach, hören Sie auf. 25 Jahren, weiß ich nicht, aber das ist einfach brutal. Ich denke, hey, ich mache einen Sport, auch auf Leistungsebene, aber wenn ich dadurch Schäden habe im Knie oder im Rücken, dann weiß ich ganz klar, der Bewegungsablauf stimmt nicht. Denn wenn der Bewegungsablauf stimmen würde, hätte sie diese Schmerzen nicht. Obwohl ich sagen muss, das ist natürlich immer ein Extrem. Ich denke, auch viele Leute, die CrossFit einfach auch machen, das trotzdem auf einem anderen Level machen, als so die große Herausforderung zu suchen, sondern eher auch wirklich dieses Allgemeine zu suchen. Das Lifestyle-Ding. Genau. Und ich finde, das, was ich... Das ist ein Lifestyle-Ding. Ja. Das ist irgendwie auch für viele Leute, ja, ich mache CrossFit, das ist so eine Art so... Dazugehörig. Ja. Aber ich finde es eine schöne Art von Zugehörigkeit, weil viele Leute kommen durch CrossFit überhaupt zum Sport. Ne? Man wollen auch im Fitnessstudio sein. Ich habe keinen Bock auf ein Fitnessstudio. Ich weiß da mit den Maschinen und so. Und dann kommst du in eine Gruppe, erstmal in eine Gemeinschaft. Das ist also die Idee von Sport. Ja. Natürlich auch so Gemeinschaft erleben. Mhm. Ich finde, das erlebt man fast nirgendwo besser als ich beim CrossFit. Diese Gruppendynamik, dieses Zusammenleiden, dieser Start. Genau, und allein diese Workouts, die wir halt machen, die natürlich irgendwie so meistens, also man kann ja auch CrossFit viele denken, man ist dazu getrieben. Ist es nicht. Ja, theoretisch. Es gibt einige Workouts, die sind wie so ein Zirkel natürlich so. Ja. Und was halt für CrossFit steht, sind diese Metcons, Metabolic Conditioning, diese Kraftausdauer-Dinger, wo du danach halt auf den Boden liegst und kurz vor 180 hast. Aber das ist für mich was richtig Geiles. Ich liebe das danach, tot auf dem Boden zu liegen, voll verschwitzt zu sein, ne? Und dann meine Zeit zu haben und weiß, okay, geil. Ja, du hast dann auch den Ansporn aus der Motivation. Das gibt halt auch so einen Suchtfaktor. Das macht die Sache süchtig. Und natürlich, so kann man immer sagen, CrossFit, ja, viele, was sind denn immer die ganzen Kontrapunkte von CrossFit? Coaches machen Wochenendseminar, natürlich so, ja. Aber es liegt an jedem Coach in einem Fitnessstudio, ja. Sind auch bei den meisten Fitnessstudios haben viele Trainer auch noch so eine Trainerausbildung. Ja, aber im Fitnessstudio musst du nicht quasi. Aber natürlich, du musst dann natürlich auch mal so an die einzelnen Personen appellieren. Ja? Ich habe auch so ein Wochenendseminar mal gemacht, so vor 2 Jahren. Ich habe aber davor schon 4-5 Jahre CrossFit gemacht. Und habe
Jahre irgendwie trainiert und selber Trainingserfahrung. Aber es liegt dann auch einfach an dir selbst als Coach, dich weiterzubilden, weiterzubilden. Ja, ja, und dich selbst auch kritisch hinterfragen. Na klar, natürlich. Genau. Deswegen heute mal so eine super Sache hier. Ja, genau. Ja, das ist super. Genau. Man muss immer jemanden haben, der mal drüber guckt. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das hast du denn? Ansonsten, was ich euch halt raten kann, so, ne, wenn ihr mit CrossFit anfangen wollt, für mich ist natürlich eine super Sache, aber vergleicht die Boxen. Geht nicht direkt mit in Berlin, ja, aber glaub, woran erkennt dann der Laie, der noch kein CrossFit gemacht also nicht hat, an dem was eine gute CrossFit-Box ist? Nicht an dem Oberarmumfang des Trainers. sondern am Oberschenkel. Genau. Wie wirst du betreut? Vergleich's einfach. Guck dir genau an, okay, wie geht der Trainer mit dir um? Klärt dich auf, lässt er dich direkt mitmachen? Oder musst du vorher erst einen kleinen Schritt machen an Bewegungen? Ja? Also diese Grundbewegungen, die du vorher lernen solltest. Guck dir da wirklich genau drauf oder spielt da an seinem Handy rum und schickt WhatsApp oder Facebook oder so. Ne? Ja, das habe ich auch schon erlebt. Genau, richtig. Wie groß sind die Gruppen? Das ist eine andere Punkt. Ja? Ich würde, wenn ihr so riesige Gruppen, so ab 15 Leute, das ist echt scheiße. Na, zwei Trainer da sind, dann geht das. Ja? Ja, aber am besten guckt, dass ihr kleine Gruppen habt. Ja? Dass am besten mit 5, 6 Leuten maximal. Das ist genau, also du solltest halt, wenn du halt damit anfangen solltest, genau, vergleiche Boxen, guck, dass du irgendwie wirklich einen richtigen Einstiegsplan bekommst, ja, wo dir Kreuzheben, Kniebeugen, Presses und so die Grundübungen vernünftig vermittelt werden. Ja? Und gibt es irgendwelche Zertifikate, die man erlangen kann, speziell im CrossFit, wo man sagen kann, wenn er das hat, dann ist der gut? Nee, kann man nicht sagen. Nein, gibt es nicht. Genau. Okay. Es gibt halt diesen Test, den man halt macht. Ja, das geht dann, dann hast du ein Wochenendseminar und anschließend schreibst du halt einen Multiple-Choice-Test. Das ist gar nicht so ohne. Du hast einen Durchfallquote von 30%, die kannst du dann immer wieder lernen. Das ist echt nicht ohne. Du lernst halt echt super. Also die Sachen, die du lernst, sind schon echt ganz gut. Aber jetzt, was du da jetzt lernst, wird jetzt zu lange gehen. Und dann gibt es, bietet CrossFit noch ganz viele Zusatzkurse an Gymnastik. Trainerausbildung, also so Turnen und ja, cool. Gewichtheben auch. Ja. Und dann super Trainer halt zum Beispiel, Coach Bergner, das ist eine Trainer-Legende, Gewichtheben aus Amerika, der leitet das richtig. Mhm. Dann gibt es Powerlifting extra für CrossFit, auch von super Leuten von Universität Babel, wird geleitet. Genau, die Gymnastikkurse, was ich super finde, ich bin alter Breaker und Turner und so, ja, das ist mein Ding halt, ne? Werden dann auch von super coolen Leuten geleitet. Mobility, gibt es extra einen Workshop für Mobility von Kelly Starlet, einem führenden Physiotherapeuten, bietet es an, ja. Also du lernst halt wirklich an dem Wochenende, wie kannst du Leute. Ja, also wirklich stark, wenn das so ein Angebot ist. Ja, das ist super. Stark. Es gibt mittlerweile wirklich 30 verschiedene Sachen, speziell so also kleine Sachen wie Rudern, Ruderergometer. Wer schon mal sich auf ein Konzept 2 Rudergerät gesetzt hat, bemerkt, wie komplex das ja auch eine Sache ist. Ja. Und das ist halt so die Sache, die ich so geil finde am CrossFit. Ja? Du bildest dich halt einfach. Ja? So, wie schon gesagt, Gewicht hier ist eine eigene Sportart, eine eigene Kunst für sich. Absolut. Eine Kunst. Ne? Ja? Turnen, was du mit CrossFit auch lernst, Turnen an Ringen, Turnen an einer Klimmzugstange und, ist auch wieder eine eigene Kunst für sich, ja. Aber du setzt dich damit automatisch auseinander. Powerlifting, ja, du wirst es wissen, ne? Kreuzheben, Kniebeugen, ja. Ich denke mal, du würdest es doch jetzt so einfach, so eine Übung. Nein, das ist auch eine eigene Wissenschaft für sich. Und so als Coach für mich ist CrossFit hat mir einen guten Einstieg halt geboten, mich in alle möglichen Sportarten einzubringen. Bewegungslehre. Genau, Bewegungslehre, genau. Das finde ich halt super an der Sache, ne? Ich wäre halt jetzt zum Beispiel nicht aus dem Wichtigen gekommen, ohne das funktioniert. Ich habe also wie alle auch angefangen, ne, hier schön vom Spiegel pumpen. Ja. Bei McFit, ne? Genau. Okay. Genau. Aber nee, mittlerweile also so, ist eine super Sache. Das ist, hast du auch bei uns in vielen Bereichen, dass viele wie du jetzt so eine Vorerfahrung im Fitnessstudio gemacht haben, die ganzen geführten Bewegungen. Und irgendwie suchen sie dann doch noch die Herausforderung, weil sie fühlen sich nicht so alt, dass jetzt bis an alle Ende Tage jetzt dort nur noch an die Geräte üben. Ne? Also es fing bei mir eigentlich so vor 5 Jahren an, dass die ersten Amateure zu mir gekommen sind in den Verein und Gewichtheben lernen wollten. Und ich war natürlich am Anfang auch erstmal relativ skeptisch. Du, die Gewichtheben kamen auch alle rein. Was wollen die jetzt hier bei dir? Und dann irgendwann, jetzt mittlerweile kommen sie rein und sagen, warum ist die Halle hier so voll? Die ist ja voller, als wenn die ganzen aktiven Gewichtheber dabei sind. Das sind dann die Leute, die abends dann bei mir trainieren und Gewichtheben üben. Und da sind wir wieder jetzt bei dem Punkt, ich finde es super, wenn der Mainstream
sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja. Da ist etwas im Umbruch. Fitnessstudio, langweiliges an Maschinen rumpumpen, kann nicht mehr so viele begeistern. Und warum soll ich denn jemandem einen Rückenstrecken zeigen, wenn ich ihm ein komplexes Bewegungsmuster beibringen kann, wie man eigentlich vom Boden hebt, welches sich im Alltag viel positiver auf seine Rückenschmerzen, Beschwerden oder auch präventiv auswirkt. Warum soll ich den an den Rückenstrecker setzen, weißt du? Das sind so Sachen und die finde ich total cool. Also ich finde es schön, solche Entwicklung zu sehen. Ich habe euch noch eine Frage an dich. Muss man als Crossfitter Paleo essen? Paleo, nein. Das ist doch auch so ein Lifestyle. Ja, dann ist ja, guck mal, das Ding beim CrossFit ist halt, CrossFit sagt halt so back to basic, back to the roots. Mhm. Wir bewegen uns so, wie der Mensch gemacht wurde. Ja. Wie ist der Mensch denn gemacht? Ne? Was ist denn mit natürlichen Bewegungsabläufen? Ich hebe Gewichte vom Boden ab. Oder ich mache halt die Kniebeuge. Ne? Die Kniebeuge ist ja eine der natürlichsten Bewegungen, die es gibt. Ja, die macht den Menschen zum Menschen, von der Hocke zum aufrechten Menschen. Ne? Und also back to the roots, diese Paleo-Ernährung. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen so back to the roots, ne? Was sagt dann Paleo? Paleo sagt halt, okay, ernähr dich für Steinzeit, das ist grob gesprochen. Ja? Also im Prinzip geht es ja die Idee dahinter, dass der Mensch seine genetische Entwicklung zur Steinzeit abgeschlossen hat und dass die Ernährungsform, ja, die damals zur Steinzeit gab, dass die halt die optimalste finden. Ja. Irgendwann mit der Zeit kam halt Ackerzucht und Viehzucht, also Getreide und Milchprodukte standen auf dem Plan und die versucht man halt so zu vermeiden beim Paleo. Ich persönlich schon. Ich esse halt auch gerne Fleisch, ne? Ich bin gerne viel Gemüse. Allerdings so, ja, nee, ich esse auch mal gerne Milchprodukte, um ehrlich zu sein. Fleischprodukte esse ich auch gerne. Ich glaube, das ist auch mal noch eine Frage des Körpertyps. Bist du jetzt anfällig dafür für Gluten? Ja, nein, bist du anfällig für Laktoseintoleranz? Und vielleicht psychologisch bist du der Typ, der sich da so reinsteigert, diesen Lifestyle. Ja, die dann alles so versuchen, ja, diese Paleo-Süßigkeiten und so, das Set sind ziemlich teuer, ziemlich aufwendig. Ist meine Meinung, ja, ganz viele Crossfitter werden jetzt sagen, ihr Felix, was geht's davon? Paleo ist das Beste. Ja, ich hab's auch schon mal so 30 Tage lang mal durchgezogen. Ja. Bei mir war das Ding, ich hab davon extrem abgenommen, ne? Also so, ich bin dann halt, werd dann halt Und die Leistung? Abgenommenheit und Form von, aber dass ich alle noch nicht mehr prall war. Also, die Muskelfülle ist weg. Also die Leistung entsprechend auch nicht. Nur die Leistung war ich ziemlich doch, die Leistung hat sich gar nicht irgendwie verschlechtert. Okay. Das war schon geblieben. Aber ich habe mir nicht gefallen, ich sah zu flach aus irgendwie. Mhm. Ne? Wenn ich da mal schön Reis esse und so, ne, weißt du selber, wie es ist. Ne? Ja, interessant finde ich allerdings da jetzt, weil es zwar jetzt noch nicht teamrelevant, aber dass deine Leistung geblieben ist, du bist leichter geworden, bist also relativ sogar noch stärker geworden. Ja, also ich weiß nicht, ich habe es nicht genau verglichen, das kann ich jetzt nicht sagen. Müsste man vielleicht nochmal testen, ich weiß nicht. Also einen Test kann man immer mal machen, ne? Aber ich denke, solange man dann irgendwann so einen Kult aus der ganzen Geschichte macht, dann fängt es auch an, wieder gefährlich zu werden. Also sollte man sich immer mal aus den Dingen was rausnehmen, wo ich immer sage, Leute, es gibt keinen, der den Stein der Weisen gefunden hat, sondern eigentlich immer eine Geschichte, ich nehme mir etwas raus, aus einer gewissen Idee, die Ansätze finde ich sehr gut dabei, auch bei dem Paleo, ich teste das auch immer mal und dann irgendwann sage ich aber auch, ach Mensch, Milch möchte ich aber auch mal wieder haben oder auch mal Milch los, ich teste das einfach mal für mich und beobachte meinen eigenen Körper und ich finde, das muss auch für jeder sich selber herausfinden und nicht von Anfang an gleich sagen, das ist jetzt das Gesetz, das muss jetzt gemacht werden, weil dafür sind wir auch viel zu unterschiedlich. Der eine ist geeignet, Muskeln aufzubauen, der andere halt nicht. Also müssen wir immer was aus den Bedingungen rausmachen. Ne? Ich werde niemals 2 Meter groß sein, also muss ich mich auch hier unten zurechtfinden und erstmal mit den Bedingungen klarkommen. Du bist wesentlich größer, andere Voraussetzungen, aber du hast andere Probleme dadurch. Ne? Kommst dich da unten an, ich bin schneller an den Ecken. Nein, aber du weißt, was ich meine, dass jeder irgendwie mit seinen Voraussetzungen leben muss. Deswegen ist es auch schwierig, zum Beispiel, ich habe das oft im Fitnessstudio damals, als ich als Trainer dort gearbeitet habe, erlebt, da wollte einer dann gleich aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ja, das geht nicht. Guck dich erstmal an, du bist ein Ausdauertyp. Ich kann keine kugeligen Muskeln an dich ranzaubern, sondern ich könnte dich super für einen Marathon vorbereiten. Ja, wo ich dann sage, okay, ist nicht deine Idee, aber du hast dich mit dir selber noch nicht auseinandergesetzt und vielleicht auch noch nicht mit den Bedingungen, die du hast, arrangiert. Ja gut, das muss man einmal gucken. Ich selber bin ja auch eigentlich nicht so für den Sport gemacht, auch wenn es jetzt mittlerweile anders aussieht, aber eigentlich vom Typ her wird mir oft meine Grenzen werden mir oft aufgezeigt, also gerade wenn ich mich auf der Bühne vergleiche mit anderen Athleten, wo ich einfach denke, die trainieren nicht mal ein Drittel der Zeit wie ich und haben viel rundere Muskelköpfe, eine schmalere Taille etc., breite Schultern, wie auch immer. Ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er den Weg wirklich gehen will, denn er ist, wenn man nicht dafür geschaffen ist, sehr beschwerlich. Wir schweifen ein bisschen ab, ich habe eine letzte Frage. Ja, mal was. Was machst du mit einem Schützling,
wenn er die Bewegungsabläufe so gar nicht kapiert, also so ein völliger Bewegungslegasthemiker, wie der Personal Trainer kennt, das. Einfach immer weiter runterbrechen, die Sachen halt so, ja. Also nur noch Kreuzheben. Na genau, einfach immer weiter runtergehen. Das ist ja auch das Gute beim CrossFit, diese Skalierbarkeit, ja. Mhm. Der eine macht dann halt hier seine Muscle-Ups, ja, so den Ring, ja. Du weißt, was ich meine, Muscle-Ups, ja, genau. Und die alte Oma, ne, die macht dann halt die Muscle-Ups, ja, die Oma, die steckst du, die machst du Ringzüge einfach nur. Oder mit den Regenarmen oder genau. Ja. Und genauso mache ich es auch mit einem Kloppi jetzt, mit seinem Bewegungsgegenstand. Wenn er kein Snatch hinbekommt, also nicht reißen kann, ne, natürlich, dann fangen wir mal ganz basic erstmal an. Vielleicht bewegen wir erstmal eine Kettlebell, machen vielleicht eine Kettlebell Deadlift damit. Ja. Oder machst du erstmal Mobility, damit er auch Mobility in Position Also ich denke mal, also man kann es immer weiter runterbrechen. Anforderungen einfach noch weiter runterschrauben, ja, und ganz mit dem Urschleim anfangen quasi. Genau, also erstmal genau. Grundlegende Bewegung. Man kann das von heute auf morgen Masse machen. Nee, man muss ja erstmal basic anfangen, lernen erstmal Liegestütze. Richtig. Ja. Ich meine, die Typen sind natürlich auch immer eine besondere Herausforderung für uns. Scheinbar sind ja auch die Bilder, die wir den Leuten verkaufen, funktionieren sie nicht bei allen und sie fordern uns auch kreativ zu werden und neue Bilder im Kopf zu entwickeln, die die Leute auch verstehen. Das, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dann arbeiten die eben erstmal nur mit dem Besenstiel. Ja, und selbst so ein Besenstiel kann zu einem schweren Gewicht werden, wenn ich die Abläufe nach und nach immer durchziehe. Das Verletzungsrisiko ist sehr gering dabei, es sei denn, er spießt sich dann auch. Das ist ja was anderes. Aber wenn er erstmal 200 macht, dann gibt es übrigens irgendwann, das habe ich auch schon beobachtet, im Körper auch eine Art der Optimierung. Dass er plötzlich sauberer in die Bewegung reingeht, weil er irgendwann nicht mehr kann. Ja. Und der Körper sagt irgendwann, ich muss die Bewegung selber optimieren. Ja. Und dann sage ich immer dazu, Leute, das ist dieser Knoten, der platzt. Ja. Ja? Manchmal kommen die auch an, ich reiße immer noch 70 Kilo, ich möchte aber 71, warum nicht? Dann sage ich, mach mal ein bisschen geduldig, der Knoten platzt schon. Ja. Ja? Und manchmal bekomme ich das nur über eine Wiederholung mit dem Besenstiel. Und plötzlich merkt er, jetzt weiß ich, was du jetzt meinst, hier mit dem aktiven Umgruppieren. Und das ist eine Erkenntnis, die er selbst macht, weil der Körper irgendwann auch auf eine gewisse Erschöpfung auch reagiert, wir aber zum Glück nicht das Risiko eines Gewichtes zum Beispiel fahren. Also das ist für mich dann auch ein Ansatz, wo ich dann sage, okay, dann machen wir das erstmal mit dem Besenstiel jetzt hier so lange, bis ich dort ein Aha-Erlebnis auf der anderen Seite mache und dann kann ich darauf aufbauen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch. Aber man muss erstmal in das Gefühl reinkommen, das kann einem keiner erklären, dieses Gefühl musst du selber durchleben. Ja. Oder das muss einfach kommen, ansonsten weißt du nicht, wie es sich anfühlen muss. Genau. Und vielleicht beim nächsten Mal eben, du brauchst nicht mehr ganz so lange, um reinzukommen, aber du musst trotzdem erstmal wieder reinkommen. Ja, das ist so. Okay, bevor das noch länger wird, sage ich euch vielen Dank für eure Hilfe hier zur Besprechung. Und danke an euch fürs Zuhören, Zuschauen. Bis später, macht's gut, ciao. Ciao.